So, moin moin und damit willkommen zurück zu Teil 2. Wir machen weiter mit Prepare to Dice, Fragen aus der Community, Fragen aus der Community für die Community. Und da habe ich im letzten Video schon 30 Minuten drüber geschnackt und jetzt geht's weiter mit ein paar weiteren Fragen. Ja, stellt doch mal selber welche. Einfach mal Fragen in die Kommentare, dann können sich die Jungs und Mädels die rausziehen. Selber übernehmen oder ich beantworte die selber. Ganz wie ihr wollt. So ganz allgemeine Fragen, was euch schon immer interessiert hat. Ja, machen wir so. So, nächste Frage. An die Spieler dieselbe Frage, zum Beispiel in der Pause auf der Arbeit, wo auch immer. Bekommt ihr auf einmal Ideen, was ihr machen oder tun könntet in Zukunft mit euren Charakteren oder seid ihr da nicht so investiert? Nimmt man sowas außerhalb von PNP mit? Hashtag Explain the Dice. Ja, ich war ja auch mal Spieler. Ja, ich habe da auch ein Investment als Spieler. Denkt drüber nach, was ich in der nächsten Sitzung machen kann, wie es weitergeht. Aber der Spielleiter sollte niemals eine Runde mit einem Kampf beenden. Der Cliffhanger sollte gut gewählt sein, auch dazu. Hört euch den Wintersturm an mit unseren Folgen über Spannungskurven. Denn nur wenn ihr den richtigen Klimax gewählt habt und richtig abgebrochen habt, dann gibt es eben auch ein Nachdenken über die Runde bis zur nächsten Woche. Was soll das bedeuten? Stellt euch vor, ihr seid gerade in einem Kampf gegen einen großen Ogre oder gegen Lord Darth Vader mit dem Laserschwert und ihr seid ein kleiner Stormtrooper. Stellt euch vor, jetzt rast das Laserschwert auf euch zu, beziehungsweise die große Steinkeule von dem Oger. Cut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Denkt drüber nach. So, dann gehst du nach Hause und dann denkst du dir, ja, dieses Laserschwert rast jetzt auf meinen Kopf zu. Kann ich noch ausweichen? Soll ich parieren? Das sind dann so die einzigen zwei Optionen. Vielleicht gibt es noch eine dritte, wie ich greife an und ist mir egal. Aber das ist kein guter Cut. Ne? Also dazu, wie gesagt, hört euch den Wintersturm an, wie man eine Spannungskurve erzeugt. Und wenn ihr das richtig gewählt habt, dann ist es auch möglich, dass ihr euch in der Woche damit beschäftigt. Stellt Fragen, moralische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ist es richtig, dass ich jetzt die Kinder rette oder aber die Frauen? Ne? Wen von beiden? Ich kann nicht beides retten. Oder meine Freundin. Oder fünf Passanten, die ich nicht kenne. Also dieses Schienenparadox, ne? Wenn du dann irgendwie so eine Weiche hast und entweder überfährt der Zug eine Person, die du kennst, oder fünf Personen, die du nicht kennst. Ist eine moralische Entscheidung, gerade im Pen and Paper. Kann man die mal treffen? In der echten Welt wäre es halt nicht so schön. Ja, aber das sind dann so Fragen, die. Da kann ich dann über die Woche drüber nachdenken. Nächste Frage. Das Kennenlernen der Charaktere ist ja beim Start eines PNP immer eines der schwierigsten Dinge für den Spielleiter. Seht ihr das auch so? Ja. Aber tut euch einen Gefallen und startet nicht in einer Taverne, so dass nach und nach alle Charaktere in eine Taverne reinkommen und dann der Auftrag am schwarzen Brett hängt. Das solltet ihr nicht tun. Oder alle sind auf eine Erbschaft eingeladen, man kennt sich noch nicht und der Testamentar, der Testamentsvollstrecker wird dann die Leute dann nach und nach dann eben zu den Erben erklären und sagen, ihr habt dieses große Buch gemeinsam geerbt, geht damit vorsichtig um. Es birgt viele Verantwortung. Finde ich schwierig, so eine Ad-hoc-Sachen dann. Ich will von vornherein die Charaktere miteinander verknüpfen, bevor sie erschaffen werden. Macht euch Gedanken, welchen Grund, das war mein Handy, Entschuldigung, welchen Grund habt ihr, nicht nur diese Kampagne zu spielen, sondern welchen Grund habt ihr, mit den anderen Charakteren zu spielen? Kennt ihr euch bereits? Deswegen mag ich auch Beyond the Wall. Dazu Empfehlung aus dem ersten Video. Da sind die Charaktere miteinander verknüpft, man kann direkt anfangen. Das war mein Tipp. Hashtag Explain the Dice.
Wie schwer fällt es euch, im Pen and Paper eure Emotionen zurückzuhalten? Oder habt ihr euch manchmal wirklich sauer oder traurig seid? Ja, auch wieder Bleed. Das macht natürlich was mit uns, wenn ihr so ein Investment habt mit dem Charakter. Wenn ihr den spielt, wenn ihr den erschaffen habt, wenn ihr diese Person seid, während ihr spielt, dann werden selbstverständlich auch Emotionen eures Charakters auf euch übertragen. Davor kann man sich nicht richtig schützen, aber ja, ich werde auch böse, verzweifelt, traurig. Man kann den Bleed ein bisschen runterfahren, gerade wenn man erfahrener ist und auch weiß von diesem psychologischen Problem. Dann kann man das runterfahren. Hört euch den Wintersturm an. Dann machen wir Rollenspieltheorie. Hindert euch manchmal eure Charakter, Hintergrund, Fähigkeiten oder der Stand, das zu machen, was ihr IC, also In-Character, machen wollt, dass man denkt, ach Mist, wenn ich jetzt nicht so zurückhaltend wäre, hätte ich das und das gemacht und gelöst. Früher auf alle Fälle, mittlerweile. Mittlerweile nein. Dann mache ich die Dinge trotzdem und überlege mir danach oder kurz davor eine Begründung, warum ich es jetzt in dieser Situation doch tue. Suspension of Disbelief. Das wäre auch so ein Ding wie, ja, mein Priester des Lichts, der würde niemals in diese dunkle Höhle gehen. Ja, aber der Spielleiter möchte offensichtlich, dass du in diese dunkle Höhle gehst, weil alle anderen gehen da auch rein. Der Paladin, der Dieb, der Barde, die gehen alle in diese dunkle Höhle. Und der Plot geht da in dieser dunklen Höhle weiter. Und wenn du jetzt drin stehen bleibst, weil du meinst, mein Charakter würde das nie tun, dann tut es trotzdem. Das ist Suspension of Disbelief. Davon solltet ihr euch trennen oder lösen. Tut es einfach und überlegt euch später, überlegt euch dann danach, wie man damit umgehen kann, dass man gerade so gehandelt hat. Arbeitet man NPCs oder Story-Charaktere detailliert aus, um ihnen mehr Tiefe zu geben, auch für die Interaktion für das PNP? Mache ich nicht. Ich überlege mir, wenn es tiefer gehende Charaktere sind, eher sowas wie eine Motivation. Der Bösewicht. Warum ist denn der böse? Glaubt er von sich selber, dass er böse ist, oder kann er das irgendwie vor sich selbst rechtfertigen? Wenn er Kindern ihre Lebenszeit stiehlt, um sich selbst zu verjüngen, ist das böse? Ja, objektiv betrachtet bestimmt, aber subjektiv betrachtet, vielleicht hat der finstere Alchemist einen Grund, warum er diesen Kindern die Lebenskraft glaubt. Also, das muss ja gar nicht richtig gut gerechtfertigt sein, aber er findet das vielleicht so und dann müsste er den Helden argumentativ irgendwas entgegensetzen, wenn diese Frage gestellt wird. Aber ich werde da keine Werte mir ausdenken, wie Klugheit und Weisheit auf 19. Das werde ich nicht machen. Ich gebe ihnen einfach nur Vorteile, Nachteile, eine Motivation, wenn sie wichtig sind, wenn sie eine Sprecherrolle haben und alles andere, folgt dann währenddessen. Das improvisiere ich dann. Auch abhängig davon, wie die Spieler dann auf ihn oder sie eingehen. Ist Pen and Paper nicht genauso wie die Erstellung eines Theaters, Films? Drehbuchautor, Regisseur konzipiert eine Geschichte. Die Schauspieler interpretieren ihre Rolle, verleihen ihren Individualität und stellen dies anschließend dar. Die Audienz empfängt diese Performance und fügt ihnen eigene Interpretationen, den Ereignissen hinzu. Ja. Ist so. Wobei man ist Regisseur, ist man auch der Drehbuchautor? Gibt es sowas wie ein Drehbuch? Es gibt natürlich Abenteuer oder Module, die man dann spielt. Es gibt natürlich Abenteuer und Module, die man spielt, aber man muss auch abweichen können, wenn die Charaktere etwas anderes tun. Man kann die Charaktere dann nicht dazu zwingen. Man kann das ansprechen. Es wäre schön, wenn ihr dem Plot folgt, der in dieser Richtung ist. Aber wenn die dann tunlichst nicht wollen, weil sie keine Suspension of Disbelief haben, dann erzwingt es nicht.
Dieses Railroading bringt euch nicht weiter. Aber ja, Schauspieler interpretieren ihre Rollen, das habe ich schon gesagt. Man ist ein Theaterschauspieler, kann man so sagen. Und verleihen dann der Geschichte Individualität. Es geht um die Geschichte, die erzählt. Fragt sich natürlich, wer die Audienz ist. In einer kleinen Solo-Runde, also nur für die am Tisch, ist natürlich die Audienz die anderen Spieler oder auch der Spielleiter, mit dem ihr spielt. Alle, ihr seid euch selbst das Publikum und seid danach begeistert von dem, was ihr jetzt in den letzten 4 Stunden getan habt. Aber wenn man das natürlich auch auf YouTube aufnimmt, dann ist die Audienz alles da draußen. Und die entscheiden dann, war das geil oder war das nicht so geil. Wie viele, ich nenne sie mal Notfallabweichungen, muss man sich zurechtlegen? Keine? Keine. Du musst dir keine Notfallabweichung überlegen. Leg dir eine Szene zurecht, schau dann, wie die mit der Szene zurechtkommen. Und wenn sie die Szene kaputt machen und du hast damit absolut nicht gerechnet, vielleicht findest du improvisiert irgendwas Neues. Und wenn nicht, ist das kein Problem. Dann sagst du das einfach. Dann kommunizierst du das einfach so weiter. Ihr habt gerade was getan, womit ich nicht gerechnet habe. Ich brauche jetzt gerade mal 5 Minuten Pause. Ihr könnt alleine rauchen gehen oder holt euch mal einen Saft oder einen Kaffee aus der Küche. Ich muss mal kurz 5 Minuten überlegen, wie ich jetzt mit dieser Situation weitergehe. Oder okay, es ist schon 21 Uhr. Wir machen an der Stelle Schluss und ich überlege mir, was wir nächstes Mal tun, weil ich darauf echt nicht vorbereitet bin. Sowas wie eine Notfallabweichung müsst ihr euch nicht überlegen. Lernt lieber zu improvisieren. Das ist jetzt einfach gesagt, aber das kommt durch die Erfahrung. Einfach spielen, einfach spielen. Motiviert eure Leute, motiviert eure NPCs, motiviert den Plot. Und dann wird es sowas wie eine Notfallabweichung vielleicht auch gar nicht geben. Passt ihr eure Welt auch etwas den Spielern an? Oder lasst ihr die Spieler dabei völlig außer Acht? Vorher oder hinterher? Vorher? Nein. Ich sage, wir spielen eine Western-Kampagne. Und dann sage ich meinen Spielern, wir spielen eine Western-Kampagne. Dann kann ich vielleicht einen Cowboy bekommen und eine Bardame und einen Bankräuber und einen Indianer. Dann haben sich meine Spieler auf meinen Western-Plot vorbereitet. Wenn ich dann allerdings einen japanischen Samurai bekomme, dann lasse ich das nicht zu. Dann hat sich der Spieler oder die Spielerin hat sich dann an mich und mein Western-Setting anzupassen oder er spielt nicht mit oder sie spielt nicht mit. Währenddessen, wenn ich dann meine Truppe zusammen habe aus Bankräuber, Cowboy, Bardame und dem Indianer, der Indianerin, danach muss ich auch auf ihr eingehen, ja. Dann habe ich das zugelassen und dann sollte sich die Welt auch dementsprechend fügen, ja. Hört euch dazu nochmal Kampagnenplanung an beim Wintersturm. Woher nehmt ihr als Spieler, Spielleiter eure Inspiration? Aus allem? Aus allem, was ich lese, gucke? Ich betrachte das als Baukasten, ich greife mir die geilen Sachen raus, lasse die schlechten Sachen weg und mache dann mein eigenes. Rühre dann vielleicht in der Suppe noch ein bisschen drumherum. Ja, also du kannst ja wenig neu erfinden. Es wurde schon alles irgendwie erzählt, vielleicht noch nicht von jedem, aber es wurde schon mal alles irgendwie erzählt und nichts wirklich ist neu. Lasst euch inspirieren. Gerade wenn ihr auch nicht so kreativ seid. Ich bin auch nicht kreativ. Ja. Erfahrt die Welt. Geht vielleicht nach draußen. Guckt vielleicht irgendeinen guten Film. Und dann nehmt ihr das Beste daraus. Und das, was euch nicht gefallen hat, das lasst ihr weg. Ja. Hat man lieber typische Monster als Bösewicht-Gegner oder lieber menschliche, mit denen man sich wenigstens noch auf Kommunikationsebene unterhalten kann? Das kommt immer drauf an. Also man kann auch mal gegen große böse Monster kämpfen, wie ein Oger. Der will einfach nur fressen, der schlägt dich mit der Keule zu Mansch und steckt dich dann in seinen Mund. Menschliche Gegner müssen natürlich auch
sowas wie einen Abschlussmonolog bekommen, natürlich. Sonst braucht man sie nicht. Sie müssen sich erklären können. Wenn sie einfach nur böse sind um des Böses willen, dann ist das langweilig. Der Oger ist ja auch nicht böse. Der Oger hat einfach nur Hunger. Der hat eine Motivation, fressen. Also es ist viel wichtiger, warum die Leute das tun, was sie tun. Und dann ist es fast egal, was sie für Charaktere sind. Also Dämonen und Teufel, die einfach nur die Menschen vernichten wollen. Mit denen kann man nicht reden, das ist langweilig. Tyranniden, die einfach alles leerfressen wollen, mit denen kann man auch nicht reden. Die kommen am Schwarm runter wie Heuschrecken, fressen alles nieder. Vielleicht erschlägst du nochmal irgendwie fünf von denen und dann stirbst du. Aber das ist dann vielleicht auch nicht spannend. Dann lieber Monster, die hinterhältig sind. Ja. Hat man lieber, ja, das hatte ich schon. Habt ihr schon mal einen Charakter gespielt, welcher zwei Gesichter besitzt, also eine gespaltene Persönlichkeit? Und hättet ihr darauf überhaupt Lust? Habe ich schon mal gespielt? Wie schwierig. Weil nur das, was du spielst, nur das, was du nach außen trägst, an andere, die Spieler, an den Spielleiter, nur das, was du wirklich auch den anderen gibst, ist real. Und du kannst dich dann nicht dahinstellen und sagen, ja, aber ich habe eine Persönlichkeitsstörung. Kannst du natürlich tun, finde ich unpassend, das so zu erklären. Sowohl IC, also in Character, als auch dann hinterher OC, out of Character. Die Spieler sollten ohne eine Erklärung verstehen, warum ihr das tut, was ihr tut. Und wenn ihr verschiedene Dinge tut, aus verschiedenen Motivationen heraus, und es wird nicht klar, warum, ohne eine Erklärung, dann ist das in meinen Augen erstmal kein gutes Rollenspiel. Also, show, don't tell. Das gilt in meinen Augen immer. Du solltest zeigen, warum du etwas tust. Du solltest zeigen, wie du motiviert bist. Wenn du ein Paladin bist, dann solltest du nicht sagen, ich tue das für Ruhm und Ehre. Sondern du tust es einfach, ohne es zu sagen. Du verhandelst nicht lange um Geld. Du sagst dem König einfach, er kann sein Geld behalten. Punkt. Du musst nicht erklären, dass du ehrenhaft bist. Das sieht man dann. Jemand, der Ehre hat, dem wird man das ansehen, dass er Ehre hat, und der muss es nicht erklären. Show, don't tell. Muss auch mal die Geschichte für einen Charakter umgeschrieben werden? Nein. Nein. Die Geschichte, das ist jetzt meine Meinung. Ich sage, die Geschichte ist das, was wir erleben wollen, und die Charaktere bewegen sich innerhalb der Geschichte und sie können sie maßgeblich beeinflussen, aber ich würde sie nicht umschreiben. Sie sollen einen Impact haben, sie sollen sie beeinflussen, aber ich würde jetzt nicht für einen weißen Paladin den Schwarzmagier umgestalten als seinen Vater. Weil das mehr Dramatik hat. Würde ich nicht machen. Einfach nein. Die Spieler passen sich der Geschichte an. Oder die Charaktere passen sich der Geschichte an. Das ist viel wichtiger. Welche drei Dinge gehören in eines Spielers PNP-Inventar dazu? Oder startet man oftmals ohne Tools? Gibt das Regelwerk welche vor? Ich glaube, sowas wie Würfel, oder was meinst du jetzt? Welche drei Dinge gehören in eines Spielers PNP-Inventar? Weil wenn du den Spieler meinst und nicht den Charakter, Würfel. Würfel, Stift und Papier. Den Charakterbogen. Gibt das Regelwerk welche vor? Ja, also Sonderwürfel, oder wenn ihr Dredge spielt, dann habt ihr natürlich nur noch Bausteine. Aber dann solltet ihr dann euch auch eben auf dieses Baustein, also Jenga-Turm, Experiment einlassen und dann eben auch ziehen. Ansonsten, ja, jeder Spieler braucht Würfel. Ich habe auch viel zu viele. Kann man die genug haben, wenn man den SK-Podcast fragt? Nein. Wenn man mich fragt, ja.
Weiß nicht, ich habe, ich glaube, 10 Würfelsets. Drei hätten gereicht. Drei hübsche hätten gereicht. Abgesehen von einzuhaltenden Regelwerken, gibt es ein klares Nein, das geht nicht in PnP? Oder aus Spielersicht von Nein, das geht nicht auf fast unmöglich? Solltet ihr nicht tun. Ihr solltet sagen ja oder ja, aber oder versuch's. Meinetwegen, ich möchte den 20 Meter hohen Baum hochsprinten. Dann sagst du nicht nein, sondern dann sagst du, kannst du machen, kannst du versuchen, die Erschwernis ist die und die Würfel. Und wenn die Würfel das hergeben und er hat's oder sie hat's geschafft, den Würfeln nach, meinetwegen durch einen Crit oder weil die Werte so gut sind, dann hat er's geschafft. Oder ihr habt die Erschwernis nicht hoch genug gewählt. Aber ein Nein, das ist unmöglich, solltet ihr einfach nicht tun. Ist meine Meinung. Einfach sagen, ja, versuch's, das ist die Erschwernis. Viel Spaß. Würdet ihr, wenn es möglich wäre, es klingt eventuell etwas blöd, Pen and Paper als Beruf fehlen? Nee. Also ich mache das jetzt ja schon seit 6, 7 Jahren. Macht Spaß, ist aber ein Hobby und ich würde mein Geld nicht damit verdienen wollen. Das ist ein Hobby und das soll es auch bleiben. Und ich glaube, ich würde mir mein Hobby damit dürftig kaputt machen. Egal, wenn ich damit viel Geld verdiene, würde ich nicht machen. Nee. Also, ich verdiene natürlich auch ein bisschen was durch Werbung jetzt bei mir. Und ich sage da auch zu nicht, ich sag da nicht nein zu, weil das refinanziere ich, ne? Dann kaufe ich mir halt ein Regelwerk mehr dazu. Oder bekomme sowieso irgendwelche Sachen umsonst von den Verlagen. Das kann es halt mal geben. Aber ich würde niemals sagen, das ist mein Beruf und ich leite jetzt für eine Gruppe, weiß ich nicht, am Montag von 8 bis 16 Uhr leite ich für eine Gruppe. Und am Dienstag von 8 bis 17 Uhr leite ich für eine Gruppe, weil die das bezahlt haben. Würde ich nicht machen. Kommt ihr eigentlich noch aus Pen and Paper heraus, dass wenn es auf einmal heißen würde, ab morgen spielt ihr nie wieder Pen and Paper, wie wäre das für euch? Schlimm. Schlimm. Nein, ich komme da nicht mehr raus. Kann sein, dass ich irgendwann weniger Bock habe. Ich hatte auch mal 4 Runden pro Woche. Zurzeit habe ich eine Woche, eine Runde pro Woche. Entschuldigung, das war WhatsApp. Mal kurz ausgemacht. Entschuldigung. Also ich habe mal mehr Pen and Paper, ich habe mal weniger Pen and Paper, aber ganz aufhören, nie wieder, ich würde kaputt gehen. Pen and Paper hat mir auch viel geholfen. Also nicht nur um stärkere Persönlichkeit zu werden, sondern auch um mit einer Zeit in meinem Leben umzugehen, wo es nicht so geil war. Mein Handy macht schon wieder Blödsinn. Moment. Einfach mal so. Für euch zum Überlegen, wie viele von euch kennen sicherlich die Anime-Serie Sword Art Online? Kenne ich nicht, nein. Dort müssen die Protagonisten ja auf verschiedensten Ebenen Level abschließen, um am Ende Ebene 100 zu gelangen. Wäre so etwas auch denkbar für eine Pen-and-Paper-Kampagne? Ich kenne die Anime-Serie nicht, aber nein, das wäre nichts für mich. Das ist so typisches, weiß nicht, Dungeon crawlen und dann eben von Level 1 auf Level 100 und auf jedem Level erwartet mich ein anderer Zwischenboss, wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich langweilig finden. Immer so ein Monster of the Week, dann wieder nach oben gehen, um in der Taverne mein Loot zu verkaufen und dann wieder nach unten, würde ich nicht so geil finden. Bei einem Anime mag das funktionieren und da mag man vielleicht gerne zerhackstückeln oder was. Im Pen and Paper finde ich das langweilig. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So. Letzte Frage. 24 Minuten nehmen wir gerade auf. Und ich habe hier eine Katze.
Denkt ihr oft darüber nach, Abenteuer, Filme, Serien, Bücher in Pen and Paper zu verwandeln? Oder ist es bei euch noch nicht so schlimm? Jetzt ist mein Greenscreen sowieso ganz kaputt, weil die Katze mit ihrem Schwanz gegen den gekommen ist. Na gut. Denkt ihr oft darüber nach, Abenteuer, Filme, Serien, Bücher in Pen and Paper umzuwandeln? Ja, ab und zu, aber eben nur kleine Teile. Das, was mir an guten Ideen gefällt. Viel eher denke ich darüber nach, was für geile Kacke, ich wollte jetzt Scheiße sagen, was für geile Scheiße man doch aus unseren Pen-and-Paper-Sitzungen machen könnte. Also ich sage, das wäre richtig geil, wenn die Sachen, die wir gespielt haben als Serie, als Buch, als Film mal rauskommen würden. Also da entstehen geile Szenen und die müsste man mal auf Kamera festhalten. Also eher andersrum. Ja, gut. Viele Fragen. Das waren alles Fragen von der Community an die Community. Stellt mir oder Prepare to Dice gerne weitere Fragen in den Kommentaren. Schaut bei ihnen, bei den Jungs und Mädels auf dem Kanal vorbei. Mir hat das Spaß gemacht, auch wenn es lange gedauert hat. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Die Fragen haben euch ja, mitgenommen. War interessant für euch. War mal was anderes. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Art und Weise auch immer. Ask me anything. Schreibt einfach Kommentare runter. Dann beantworte ich sie vielleicht im nächsten Video. Oh, da ist eine Katze. Hallo. Get content. Oh. Ja, das ist ja schön, dass du zu mir kommst. Hier. Genau, dann kommt einfach bei mir vorbei, kommt bei Prepare to Dice vorbei und wir hören uns, wir sehen uns in den Kommentaren, benutzt Twitter, Hashtag ExplainTheDice. Schaut beim Wintersturm vorbei und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.